Wir leben Wrestling. Tyson Fury beim SummerSlam. In einer Pressekonferenz hat Tyson Fury über ein mögliches Comeback bei WWE gesprochen. Seinen Aussagen zufolge müssen zwar noch einige Gespräche mit Vince McMahon geführt werden, aber es sei dennoch sehr wahrscheinlich, dass der amtierende WBC Heavyweight Champion entweder beim SummerSlam oder beim anstehenden UK Premium Event in den Ring steigen wird. Als möglichen Gegner brachte Fury, der zuletzt 2019 bei WWE angetreten ist, Drew McIntyre ins Spiel. Weiteres Mitglied für das Knight Stable. Nachdem sich bereits Mace dem neuen Stable von LA Knight angeschlossen hat, hat dieser im Vorfeld der vergangenen SmackDown-Episode ein weiteres Mitglied seiner Gruppierung präsentiert. So wird Mansoor künftig ein Teil des Knight-Modell-Managements sein. Wann und ob die Gruppierung in die TV-Shows eingebunden wird, sei laut Wrestling Observer jedoch noch unklar. Mega Push für Theory. Der amtierende United States Champion Theory soll vor einem großen Push stehen. Das vermeldet der Insider-Account WrestleVotes unter Berufung auf interne Quellen. Demnach sehe Vince McMahon in Theory einen jungen John Cena und wolle alles dafür tun, um aus ihm den nächsten Topstar zu formen. Achtung, möglicher Raw-Spoiler. WWE Superstar vor Rückkehr. Asuka steht kurz vor ihrer Rückkehr in die TV-Shows, das vermelden Fightful Select und der Wrestling Observer übereinstimmend. Demnach werde die Japanerin künftig dem Raw-Kader angehören und ein Programm gegen Becky Lynch starten. Laut Wrestling Observer sei es nicht unwahrscheinlich, dass Asuka bereits heute ein Teil von Raw sein wird, da auch Lynch für diese Ausgabe angekündigt ist.